Und damit wieder herzlich willkommen zu einer neuen Undezember News hier auf diesem Kanal. Heute gibt es zum einen nochmal ein paar Infos zum Artemis Update, welches nächste Woche erscheint, und natürlich auch die Infos zur Wartung am heutigen Tage. Beginnen wir erst einmal mit den Neuigkeiten, welches das Artemis Update betrifft. Denn wie ihr wisst, kommt die neue Episode 3 mit Akt 11 ins Spiel, sobald das Artemis Update nächste Woche live gegangen ist. Der neue Akt wird sich dann unter anderem in 24 Hauptbereiche aufteilen. 8 Bossmonster werdet ihr dort vorfinden, die sicherlich wieder alle bockschwer sein werden. Über 100 normale Monster werden euch dort über den Weg laufen und natürlich wird es auch neue NPCs geben sowie neue Quests. Laut Entwickler wird der gebotene Content in diesem Update so groß sein wie 5 Akte zusammengefasst, was natürlich schon eine Hausnummer ist. Mit diesem Update wird dann ein sogenannter Challenge-Modus eingeführt, der ab Episode 3 startet, und dieser Modus wird natürlich härter sein als der normale Modus. Sollte euch der Challenge-Modus dann zu schwer sein, könnt ihr natürlich jederzeit zum normalen Modus zurück. Schließt ihr Dinge im Challenge-Modus ab, dann erhaltet ihr natürlich entsprechende Belohnungen und schließt auch automatisch den normalen Modus mit ab, was natürlich ein weiterer Vorteil dieses neuen Modus ist. Einer der Belohnungen wird der Stardust of Evolution sein, ein Item, wo ihr neue Zodiac-Punkte bekommt und somit das Punkte-Limit der Spezialisierungen ausbauen könnt. Auch die Chaos-Dungeons bekommen eine Überarbeitung, diese werden zum einen schwerer und erhalten neues Gear bis Level 120 zum Farmen. Und wie schon im letzten Video erwähnt, wird die Chaos-Statue auch resettet. Ebenso werden die Monster stärker in diesen neuen Chaos-Dungeons und deren Level wird von 100 auf 120 angehoben. Bei den Runen gibt es ebenso Anpassungen, diese können nach dem Update bis zur Stufe 35 aufgewertet werden. Und wo wir schon bei den Runen sind, da wird es natürlich auch neue Sachen geben, denn insgesamt kommen nämlich 16 neue Skill-Runen ins Spiel, welche werden wir dann nächste Woche sehen, sowie 20 neue Link-Runen. Und das war auch noch nicht alles, da kommt noch einiges mehr. Wir werden uns natürlich nächste Woche das Update genauer anschauen und dann gibt es auch hier wieder das ausführliche Patch Notes Video auf meinem Kanal zu sehen. Nun werfen wir noch kurz einen Blick auf das Update von heute, denn da gibt es gar nicht so viel zu berichten. Der Handel mit den Chaos-Karten sollte ab heute pausiert sein bis zum Erscheinen des Artemis Updates, auch das hatte ich ja schon letzte Woche erwähnt. In eurem Briefkasten sollte sich Post befinden, wo es eine kleine Belohnung gibt, und bei manchen hat die Chaos-Statue noch den Weihnachtsskin, auch das sollte nach dem Update heute dann behoben sein. Die Wartung heute findet wieder ohne Server-Downtime statt, das heißt, ihr könnt während des Updates ganz normal weiterspielen, ihr solltet allerdings das Spiel nach dem Update einmal neu starten, damit auch alle Änderungen ordentlich übernommen werden und es keine Probleme gibt. Und mehr gibt es eigentlich zu der Wartung von heute auch nicht zu sagen. Ich hoffe wie immer, dass euch diese Zusammenfassung gefallen hat. Wenn ja, dann drückt gern den Daumen nach oben für dieses Video. Und wenn ihr Lust habt, dann lasst gern auch mal ein Abo da für meinen Kanal. Schaut bitte auch immer in die Videobeschreibung, denn da gibt es immer noch mal ein paar relevante Links für euch. Und ich sage wie immer jetzt danke fürs Reinschauen. Bis zum nächsten Video, macht's gut. Ciao, ciao.